Feine Tuchhose, ein einfacher Mana-Ring. Auch Kampfrauschring, ja. Wobei der mir gerade eher. Sagt. Und Goblins. Stand halten, Männer! Tot. Wir können weiter auf die Hütte moschen. Okay. Viele Goblins. Wir sehen auch gleich nochmal welche rausploppen, bevor das Ding kaputt ist. Nein. Hier geht der Weg übrigens weiter. Also gucken wir erstmal hier hinten, ob hier was Besonderes liegt. Nö, nur Morast. Und ja, zu den Orks da oben scheinen wir nicht kommen zu können. Jedenfalls noch nicht. Da müssen wir irgendwann wahrscheinlich um die Berge hier herum. Und ja, wir sind in Urgaf. Da, wo die Story von Order of Dawn aufgehört hat, auf dem Kontinent. Vorsicht, Gegner! Gut, im Augenblick können wir uns nur vorwärts bewegen, diesen Weg entlang. Das wahrscheinlich irgendwann hier hoch zum Sturmfelsenportal führen wird. Und ja, da unten sind ein paar Orks. Oh, das sieht interessant aus. Wie eine Kampfarena, eine blutige. Ich muss zugeben, von Breath of Winter weiß ich nicht mehr so viel wie von Order of Dawn. Ach du meine Güte. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr, dass einfach Gegner random spawnen können. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt!
Oh ja, zum Glück sind schwache Tiermenschen recht einfach zu töten, wenn man noch die zwei dabei hat. Das ist so zu, die beiden sind sozusagen die kleine Starthilfe hier im Gegensatz zur Order of Dawn. Gut, da hatten wir den Boten. Der hat uns aber relativ schnell verraten und seitdem waren wir auf uns allein gestellt. Hier werden wir eine Weile Grimm und Lena mit uns rumschleppen. Oh, dein neuer Gegnertyp, Kriecher. Sehr, sehr hässliche Krötenwesen. Das ist ein Hinterhalt. Und da sehen wir schon die ersten Kita mal wieder. Wobei das dieses Mal andere Kita sind. Gucken wir mal kurz hier hoch, weil das sieht aus, als ob das der Weg weiter wäre. Hier ist ein Altar. Gehen wir einmal kurz vorsichtig gucken. Und ja, hier sehen wir schon Elfen. Und Stufe 6 Kriecher. Also da können wir erstmal noch nicht lang. Sollten wir jedenfalls nicht. Oh, da ist ein riesiges Kita-Dorf. Ja, Klauenreis und Tiermenschen. Ja, also wenn, dann müssen wir hier oben lang. Gucken wir uns mal kurz den Altar an. Was wir hier Schickes haben. Der seltsame Teil war Kratzspuren auf, als wäre darauf mit einem Werkzeug gearbeitet worden. Überall liegen Knochenteile. Ihr wisst nichts mit diesem Altar anzufangen. Okay. Das heißt, wir müssen kommen irgendwann später nochmal zu diesem Altar zurück. Aber hier oben sind auch Gebäude zu sehen. So halb jedenfalls. Also ja, um das untere Kita-Dorf sollten wir erstmal einen großen Bogen machen. Da sind nämlich die Gegner ein bisschen stärker. Und guck mal, wie klein die Kita sind im Vergleich zum den Kita eben atmenden Wald. Aber ja, ich habe das Gefühl, hier müssen wir dann später weiter, wenn wir in den Sturmfelsen waren, soweit ich mich noch erinnern kann. Vor allem, weil auch hier die Tiermenschen höheres Level haben und die Kita auch. Da, das Portal zu den Sturmfelsen. Da müssen wir durch. Ja, da gehen wir auch gleich durch, aber erst, nachdem wir die Kita erledigt haben, die hier auf uns zugelaufen kommen.
Geh hindurch, wir folgen dir. Ja, machen wir gleich. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Hm. Ja. Da die Kitar hier nicht so stark sind und scheinbar auch keinen Spawner haben, können wir der ihr Dörfchen hier abreißen. Das ist ein Hinterhalt. Und ja, so wie es aussieht, kriege ich keine XP, wenn die beiden einen umboxen. Das ist ein bisschen doof. Weil über Breath of Winter kann ich ein paar Sachen sagen. Zum einen ist es etwas kürzer gefühlt. Das merkt man auch schon daran, dass wir verdammt viele Baupläne am Anfang haben. Also es ist etwas kürzer als Order of Dawn. Das ist das eine. Und es ist um einiges schwieriger. Also der Schwierigkeitsgrad in Breath of Winter zieht rasant an. Deswegen wir gucken müssen, dass wir auch immer schön leveln. Weil es kann sein, dass uns sonst am Schluss die Erfahrungspunkte fehlen. Zweites Gebäude ist abgerissen. Das ist ein Hinterhalt. Oh, nett, dass ihr mir den alleine lasst. Treffen wir jetzt noch nicht schlecht. Linien müssen halten. Drohnenkrieger zu mir. Auch gut. Sie werden angegriffen. Drohnenkrieger zu mir. Genau, greif sie an. Sie kann nicht sterben, ich schon. Und bei mir ist es doof, wenn ich sterbe. Weil da verlieren wir Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Oh, das kann jetzt etwas länger dauern.
Aber wir haben in diesem Sumpf schon mal ein gutes Stück aufgedeckt. Ich sehe, dass auch viel Feind vor uns liegt.